Ja, damit sind wir dann eigentlich schon mal recht gut bedient, würde ich sagen. Wir waren uns nochmal 5000 Seelen auf, ja, irgendwas, was wir vielleicht noch machen wollen. Aber haben jetzt erstmal um einiges mehr Verteidigung, ein paar Bonis mehr. Und können noch ein bisschen mehr aus unseren Fähigkeiten rausholen. Das ist ja schon mal was. Aber jetzt geht's ab in den Finsterwurzwald. Und dort werden wir jetzt mal ein bisschen Action erleben. Guten Tag. Das ist ein kleiner Miniboss wieder, den ihr besiegen könnt, wenn ihr wollt. Ich kann es ja mal versuchen, aber ich glaube, ich werde daran scheitern. Aber ich versuche es trotzdem mal. Vielleicht klappt es ja. Ich kann mal versuchen, ein bisschen zu verkloppen. Okay. Er hat sehr viel Lebensenergie, das sei gesagt. Aber man kann ihn auch relativ gut besiegen, wenn er euch mal gerade nicht ausspießen will. In dem Fall verpiss ich mich lieber und ja, lass ihn einfach mal da sein, wo er ist. Lass ihn nochmal versuchen, mich zu britzeln. Lass ihn aber nicht zu. In dem Fall heile mich einfach und geh weiter. Ja, doch, doch. Das mache ich als erstes. Das mache ich als erstes. Das andere kann ich noch später machen. Gut. Das kann ich jetzt eh noch nicht verwenden. Ab im Finsterwurzwald, wo so einen komischen Baummenschen auf uns warten. Alles kein großes Problem. Sind zwar ein bisschen stärker. Brauchen 4 Schläge. Haaren auch eigentlich einiges an Schaden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Wir gehen jetzt hier in den Finsterwurzgarten aus zweierlei Gründen. Ein Grund, der ist sogar, glaube ich, extra dafür gemacht, dass man sich den vorholen kann. Diese Leute hier könnt ihr auch, glaube ich, nicht einen Rückenstoß verpassen. Also einen Stoß in den Rücken. Das funktioniert bei denen nicht. Aber sie lassen lila Moosklumpen fallen, die sehr wichtig sein werden noch. Mit lila Moosklumpen könnt ihr eure Vergiftungen heilen. Das ist ganz praktisch. Und da oben seht ihr was. Und da will ich hin. Ich will zu diesem Ding da oben links hin. Und das ist ganz wichtig für mich. Und ich werde gleich nochmal die Kamera schwenken für euch, weil da will ich euch nochmal eine Kleinigkeit zeigen, die man sonst nicht sehen kann, wenn man sich nicht umsieht. Ich spieß dich auf und er frisst mich auf. Au, 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 au. Hier wären wir wieder. Ja, aber wie gesagt, es gibt manchmal den merkwürdigsten Tod in diesem Spiel. Das ist doch wirklich lustig, dass hier so alles passiert, ne? Mann, Mann, Mann. Manche Spieler können sich auch echt doof anstellen. Tod. 110 gibt es hier, die Typen. Ja, wir wollen hier nur zu einer gewissen Stelle durchrushen. Wir wollen uns hier gar nicht zu lange aufhalten. Wie ich schon eben sagte. So, euch mal hier kloppen. So, du stirbst bitte. Dankeschön dafür. Und ey, wo müssten hier gleich unsere Seelen sein? Danke. Die wären mir wichtig. Und da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Funkeltitanid-Scheißvieh. Bin mir da gar nicht so sicher, wie das eins ist. Aber erstmal bist du tot und du bist auch noch ein Freund. Hier. Spieß dich auf! Yeah! Ich glaube, es war echt traurig, dass ich es umgebracht habe. Wenn wir hier den Blick nach oben drehen, dann sehen wir. Ah, ich glaube, ich muss mich ja hier befinden. Dann sehen wir hier oben was. Was ist denn das? Fragt man sich. Tja, das weiß ich auch nicht. Scheint eine sehr mysteriöse Figur dort oben zu sein. Ein sehr mysteriöser Schmetterling. Mhm. Mal sehen, was wir mit denen noch zu tun haben werden. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Oh, erstmal müssen wir hier lang gehen. Und hier ist noch eine kleine Seele versteckt. Das schimmert da ja so schön durch. Eine Soldatenseele, um genau zu sein. Sehr, sehr praktisch. Und dazu gibt es dann nochmal was anderes. Und hier ist nochmal so ein weißer Punkt, warum auch immer. Ich verstehe die Punkte nicht. Vielleicht weiß da ja jemand Bescheid, was die bedeuten. Ich kenne nur den gelben Punkt, der mich zu einem gewissen Ort bringt. Und hier ist eine scheinbare Wand. Da springen wir einfach mal durch. Und hier ist ein Leuchtfeuer. Schön, dass die Leute da immer den Tipp geben, dass da eine scheinbare Wand ist. Weil das kann man wirklich sehr leicht vergessen. Gut, hier speichern wir also einmal in dem Sinne. Hier können wir noch nicht durchgehen. Weil ich so die Vorrichtung verstanden habe. Dafür brauchen wir Astoras Wappen, das übrigens 20.000 Seelen kostet. Und 20.000 Seelen haben wir nicht, falls ihr es noch nicht bemerkt habt. Und die werde ich auch nicht dafür ausgeben. Noch nicht. Noch lohnt sich das nicht. Gut. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit Astoras Wappen machen werde. Da lassen wir es mal drauf ein. Hier drauf. Boom. Falle. Seele eines Soldaten zwar, aber Falle. Hier kommen nicht einfach lustige Viecher raus, die wir jetzt besiegen müssen. Aber das ist mir wert, glaube ich. So, ich schieße euch mal ein bisschen ab. So. Und die wollen mich hier natürlich wieder fressen, so wie sie eben schon getan haben. Das ist das Schlimme an diesen Gegnertypen. Die wollen immer so gerne auffressen. Aber ich schieße einfach weiter mit meinen komischen Pfeilen herum. Das macht mir viel mehr Spaß. Ja, verpisst euch, ey. Ich hasse euch. So, erstmal heilen. Diese Typen folgen einem auch extrem lange, wie ich an der Stelle nochmal sagen. Also die lassen so lange, so schnell nicht von euch locker. Das ist das Nervige an denen. Ich verballer die ganzen falschen Kerle, aber oh, egal. Das ist mir wert.
Geht mir um die Soldatenseele, die wirklich viel wert ist jetzt für uns im Moment. Und daher schnappen wir uns auch. Nochmal ein paar lila Moosklumpen geschnappt. Nochmal was mit lila Moosklumpen mit Blume. Ist sogar noch besser. Lila Moosklumpen mit Blume werdet ihr noch dringender brauchen, weil die heilen toxische Gifte. Toxische Gifte ist nochmal eine Stufe härter. Die vergiften euch erstmal sehr, sehr stark. Und es hält auch viel, viel länger. Und eigentlich seid ihr dann immer so gut wie tot, wenn ihr das nicht heilt. Gut. Weiter geht's. Ich werde euch ein Geheimnis zeigen. Schaut doch mal den Baum hier an. Ist der nicht ein bisschen merkwürdig? Der bewegt sich irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Vielleicht sollten wir einfach mal drauf einkloppen, wie es jeder andere Mensch auch tun würde. Oh wow, der hält ja ganz viel aus, dieser Baum. Mann, das hätte ich ja echt nicht gedacht. Mann, was wohl passiert, wenn ich ihn getötet habe? Ich bin ein Baum. Okay, 180 gibt's für den. Bäume tauchen auch nicht wieder auf, wenn ihr sie einmal getötet habt. So viel habe ich schon mal gesagt. Dafür müsst ihr keine Angst haben. Und hier gibt es jetzt einen neuen Gegnertypen, den ich immer sehr witzig fand, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe. Genau, euch hier. Komische Viecher, die einfach nichts drauf haben. Die sind einfach da und machen nichts und schwacken derbe rum. Ja, jetzt habe ich es in den Boden geglitscht. Also das kommt natürlich auch mal vor. Ja, Alex, du drehst jetzt durch deshalb. Okay, hier in den Boden geglitscht. Und da ist wieder so ein Baum. Der bewegt sich, dreht sich auf mich zu. Ich weiß nicht, warum er das tut. Ich meine, der kann nicht angreifen. Aber gut, wenn er das will, dann soll er es halt machen. Ich töte ihn trotzdem. Warte nochmal, dass sich meine Gesundheit regeneriert hat. Spieß nochmal auf ihn drauf und hack nochmal auf ihn drauf und nochmal. Und damit wäre der Baum auch tot. Ja, das ist ein Geheimpfad, den wir hier gehen. Aber dafür, dieser ganze Pfad, den wir hier gehen, dient nur dazu, einen gewissen Gegenstand zu kriegen. Das ist das, was ich so verrückt an der Sache hier finde. Weil das ist viel, viel Arbeit für einen Gegenstand, sag ich mal. Aber gehen wir mal hier oben hin. Den Weg kenne ich ja zum Glück. Hier müssen wir jetzt diesen Treppe hier hochgehen. Und wenn wir das tun, dann kommen wir bei einem sehr, sehr starken Gegner gleich raus. Darüber bitte nicht erschrecken. Der ist gar nicht so schlimm, wie er denkt. Der ist nur groß. Oh Gott. Na, hallo, mein Freund. Ich glaube, wir werden einen sehr witzigen Kampf haben. Ich schieße dich einfach mal ab, wenn du nichts dagegen hast. Okay, und er kloppt dich erstmal mit seinem Schwert weg. Das ist natürlich sehr nett, dass du das gleich machst. Ich wusste gar nicht, dass du so eine Reichweite hatte. Okay. Nein, 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 nein. Jetzt nicht sterben. Komm gar nicht erst in Versuchung, Matthias. Nicht sterben. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, nicht das machen. Oh Gott, nicht treffen damit. Da kommt noch ein zweiter von denen. Okay, ich gib's auf. Ich renn weg. Ich renn einfach weg. Ich renn einfach weg. Ich renn einfach weg und hol mir den Gegenstand, den ich haben will. Und zwar ist es der hier. Ein lustiger Wolfsring. Und wenn ich mich nicht alles täusche, kann ich hier rüberspringen. Nein! Nicht da! So, wir befinden uns wieder da, wo ich den zweiten Wald Baum abgeschlattet habe. Hinter mir sind immer noch diese blöden Baumenschen her. Das macht natürlich Spaß. Ich will eigentlich nur hier meine Seelen zu holen. Das wird auch witzig, die mir wieder zu holen. So, diese Baumenschen, die rennen euch ewig lang hinterher. Sie sind echt eine der Belast. So, irgendwo da oben ist noch so ein anderer Kerl, so ein blöder Golem, der auch gleich zum Leben erwacht. Und genau da liegt meine Sachen herum, das ist ja wirklich klasse. So, ich lasse es aber nicht zu, dass er mich tötet. Lieber renne ich nochmal in eine andere Richtung und hole mir nochmal ein paar andere Seelen, die ich mir schnappen will. Bevor der mich jetzt kriegt. Ich glaube, der andere Ritter ist auch da, ne? Ja, das dachte ich mir. Nö, ne, ich renne einfach dir vorbei. Kein Bock mehr auf euch. Hier gehen wir auf die Nerven. So, und hier ist eine Falle und da kommen gleich ganz viele Viecher. Hallo, guten Tag. Ich will einfach nur diese Seele hier haben, was auch immer hier ist. Genau, die Seele eines Kriegers. Das gibt einem natürlich sehr viele Seelen. Und ich würde sagen, hier kloppen wir uns mal mit euch. Okay, hätten wir das. Übrigens heißt es nicht, dass jeder Gegnertyp dieselben Lebenspunkte hat. Die haben verschiedene Lebenspunkte. Je nachdem, wann sie euch im Spiel begegnen. Oh, wo kommst du denn her, ey? Bist du verrückt oder was? Okay. Ich weiß nicht, wer von euch lebt. Das macht mich voll kirre. Der lebt nicht. Okay, gut. Alles klar. Hallo. Oh Gott. Wieso sind die so groß? Okay, ich block einfach mal seine Schläger. Was hältst du davon? Ich gehe einfach hinter dich und klopp dich dann. Klopp. 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 Okay. Klopp. Okay. Jetzt habe ich ein Problem, oder? Nicht ganz. Stirbt. Okay, das ist deren großer Defizit. Die sind zwar stark und kloppen derbe, aber die machen halt, was Bewegung angeht, sind die nicht die Besten.
Da schnappe ich auch noch mal einen anderen Kerl. Dann töte ich hier alles, was ich hier finde jetzt einfach. Ist mir egal. Komm her. Na los, trau dich. Ja, ja, von wegen hier kämpfen. Wir gehen ja mal lieber in ein Gebiet ran, wo wir besser kämpfen können, mein Freund. Wo ich ein bisschen mehr Chance habe, dich ein bisschen zu umkreisen. Ich habe Angst, macht er. Nichts damit Angst haben. Aber egal, dann mache ich das halt hier mit dir. Ist mir auch egal. Geht überall Orte, wo ich mich kloppen kann. Jetzt macht er wieder seinen Zauber, womit er mich langsam macht. Nein! Machst du nicht. So, und somit war es mit meiner Langsamkeit. Und ich versuche jetzt nochmal den Sprung. Mir ist es egal, ob ich den verkacke dann wieder. Mir ist es wurscht. Ich versuche es einfach nochmal. Oh Gott. Wieso mache ich das? Ich will den Action machen anscheinend. Sonst würde ich das nicht tun, ey. Okay. Also ich will in dieser Aufnahme mindestens noch zum nächsten Boss kommen, das sei gesagt. Was heißt, ich will da hinkommen. Logischerweise könnte ich schon zu ihm hingehen. Okay, versuchen wir nochmal diesen Sprung. Juppa! Und geschafft. Sehr cooler Sprung. Und dich töten wir dann. Weil mit dir wollen wir ja nicht kämpfen eigentlich, aber es muss halt sein, weil du nährst und du bringst mir lila Moosklumpen. Diese lila Moosklumpen kosten sonst recht viel Geld und da will ich mir das mal lieber sparen. Oh nein, 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 oh danke. Wenn man damit ganz viel mit seinem Controller rumzuckt, dann lass dich auch noch mal wieder Ruhe. Das ist das Schöne daran. So. Du bist tot, ich nicht. Und du bist tot und ich nicht. Wer macht denn das nochmal hier? Der Heinz Börner war das. Oh Mann, ey, dumme Logik. So, dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ich glaube, habe ich alles, was ich haben wollte? Nein, habe ich nicht. Ich habe noch nicht alles, was ich haben wollte. Eine Sache wollte ich mir noch hierher holen, bevor wir weitermachen. Hier gibt es noch eine sehr, sehr wichtige Ausrüstung, die ich gerne hätte. Das wäre nicht schlecht. Und wenn ich die hätte, dann wäre ich schon mal sehr gut davor. Ich muss auch sagen, das ist natürlich, dadurch, dass es ein Let's Play ist, ist es natürlich zurzeit mein bester Run, ne? Also... Ich meine, zur Zeit läuft es natürlich, man stirbt des Öfteren, aber trotzdem ist es bis jetzt mein bester Run, so von der ganzen Aufstellung her, je nachdem, wie weit ich komme und so. Das funktioniert sehr gut. Muss ich an der Stelle mal sagen. So, hier gibt es verschiedene Dinge, die ich gerne hätte. Dich hätte ich nämlich gerne. Okay, dankeschön. Elite-Ritter-Ausrüstung und dann, wo ist das, was ich haben will? Ich sammle mir noch einfach Sachen rein, oder? Nein, ich hau einfach ab. Ich hau einfach ab. Einfach abhauen ist jetzt die beste Alternative, die ich hier in Anspruch nehmen werde. Und ich renne einfach weg. Tschüssi. Kein Bock mehr auf euch. Oh Gott. Blöde Viecher hier alle um mich rum, ey. Lass mich noch nicht in Ruhe. Ja, die Elite-Ritter-Ausrüstung wollte ich gerne haben. Weil die ist echt was für echte Ritter, wollte ich an der Stelle einfach mal nochmal erwähnen. Und das ist wirklich so. Ziehen. Ja, mich kriegt ihr nicht mehr. Jetzt seid ihr angearscht. Jetzt habe ich mir alles geholt, was ich haben will. Und da werden wir dann mal unsere Beute angucken, würde ich mal sagen. Wie so oft. Da hinten, diese laufen immer noch hinter uns her. Laufen sehr lange hinter einem her. Da muss man sich einfach nicht von stressen lassen, sag ich mal. Dass die einfach denken, ja gut, dann lass sie halt. Lass die Leute hinterher rennen. Hör einfach nicht auf ihre Schritte hin. Innen der Dieter weiß auch nicht, wo ich bin. Und sowas müsst ihr dann einfach singen und dann wird alles gut. Seid ihr immer noch hinter mir her? Nee, ich glaube nicht mehr. Na gut. Dann müssen wir nur an den anderen Heini hier vorbei. Guten Tag. Aber bevor du was machst, ey, bin ich schon tausendmal um dich rum. Oh Gott, ich habe Angst, dass er seinen Sprungangriff macht. Macht er vielleicht auch. Hat er auch gemacht, ich wusste es, ey. Du spießt hier wieder um dich rum, ey, wie so ein Irrer. Oh, versuch's mit Dresche. Toll. Dumme Tipps. Gut, jetzt sind wir wieder mein Schmied. Und jetzt schauen wir uns mal an, was unsere Beute sagt. Wir haben gefunden einen Wolfsring. Einen der Spezial, die den vier Rittern Gwinz geschenkt wurde. Der Wolfsring gehört der Artorias. Das stimmt nicht, Astoras. Ich suche Artorias, war der Name gewesen. Artorias. Was ist denn ein Artorias? Ich bringe ja Artorias und Astora bringe ich gerne mal durcheinander. Aber der Artorias, der einen sterilen Willen hatte, war ein unerreichter Meister im Kampf mit dem Großschwert. Was kriegen wir durch diesen Wolfsring? Es wird uns hier nicht angezeigt. Nein, wird es einem wirklich nicht. Wir kriegen durch diesen Ring kriegen wir zusätzliche Haltung. Glaube ich. Ja, kriegen wir auch. Das wird uns angezeigt, wenn wir hier reingehen ins Menü. Da sehen wir es. Wir kriegen dadurch plus 40 Haltung. 66 Haltung haben wir. Also so schnell werden wir nicht mehr ins Straucheln kommen. Und jetzt kommen wir zu unseren Elite-Ausrüstungssachen, die wirklich einiges drauf haben. Elite-Ritterhelme und etc. bla bla. Haben wir nämlich jetzt auch hier. Oh Gott. Das wird ganz schön ins Gewicht gehen. Gut, schauen wir mal. Okay. Elite-Ritterhelm. Wir haben den Helm eines namenlosen Ritters. Vielleicht ein Elite-Ritter von Astora. Seine Untotenmission war es, zwar eine genaue aufzugehen, auch auf jeden Fall sie der Untoten wurde zur Hülle. Okay.
Das ist aber nicht nett. Wie auch immer diese Ausrüstung da hinkommt, man weiß es nicht. Es ist einfach so. Wir kriegen dadurch verdammt viel Haltung, sag ich mal. Aber es ist auch verdammt schwer, die ganze Ausrüstung. Heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich erstmal als derbe fetter Typ herumlaufen. Aber das ist es mir dann auch wert. Weil, ist so. So, wir sind jetzt derbe Typ. Ich kann nur so rollen. Ich bin fett. Ich bin der fetteste Mensch der Welt. Yeah. Ja, ob wir dazu brauchen können, das ist so eine Sache. Ob wir so fett sein wollen. Da sind wir immer noch so fett, ne? Ich müsste auf der Hälfte müsste ich mit meinen Dingen sein. Ich bräuchte mehr Belastung, dafür wiederum bräuchte ich mehr Kondition und die habe ich nicht. Aber gut, da rüsten wir mal einmal die Gegenstände aus, damit wir unsere ganzen Seelen erhalten können. So. Und so. Und so. Und sagen wir, die Kriegerseele fressen. Okay. Einmal die ganzen Seelen jetzt auffressen. Und dadurch sehr viele Seelen kriegen natürlich. Das kommt dazu noch als kleiner Bonus. Also das geht ordentlich sehen, wie ihr sehen könnt. Schon bei plus 3000 sind wir. So. Okay. Es wird ja gar nicht alles richtig angezeigt. Wenn das zu lange braucht, dann zeigt ihr das nicht an. Na gut. Nochmal zwei Soldaten sehen. Noch einmal eine Soldatenseele. Und Power. 13.000. Ja, wir haben. Oh, wir sind sogar im 14.000er Bereich. Jetzt ist die Frage, was wir natürlich verbessern wollen. Scheint euch gut zu gehen. Ja, mir geht es auch gut. Wir wollen verstärken. Vielleicht sogar unser Schild hier. Aber dafür brauchen wir Funkeltitanid und das haben wir nicht. Ach, Alter, wieder Schilde. Scheiße. Okay, alles klar. Mal schauen wir mal, was wir dagegen machen können, dass wir so derbe fett sind. Ich will eigentlich nicht so derbe fett sein, aber es bleibt mir anscheinend keine andere Wahl, ey. Ich muss anscheinend so derbe fett sein. So, Elite-Ritter-Ausrüstung, ey. Schauen wir mal, was wir da machen können. So, Beweglichkeit. Vielleicht sollten wir unsere Kondition erhöhen. Dann könnten wir ein bisschen mehr konditionieren. Dann haben wir auch mehr Ausdauer, ein bisschen mehr Blutresistenz und allgemein von allem ein bisschen mehr. Aber wollen wir das? Wollen wir das? Ja, ein bisschen schon, ne? Ein bisschen mehr Ausdauer kann ich schaden. Gehen wir doch mal auf 100 Ausdauer rauf, würde ich mal sagen. Haben wir 100 Ausdauer. Haben wir unsere Seelen ganz gut verbraucht. Ja. Ja doch, ja doch. Das sollte gehen. So. So viel dazu. Da sind wir jetzt halt ein fetter Ritter, damit kann ich leben. Status sagt 34 von 55. Oh je, meine. Aber da können wir auch das andere Schild benutzen, ganz ehrlich. Aber nee, jetzt nicht. Jetzt nicht mehr. Jetzt gerade nicht. Oh Mann. Doch, ich upgrade das gleich einfach, da geht das schon. Ja, doch, 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 das machen wir noch. Gegenstand kaufen, Rüstung verstärken, Waffen verstärken. Wir verstärken nämlich einmal unser Ritterschild um einmal. Sehr gut, dann haben wir ein besseres Ritterschild. Und wenn wir schon so fett sind, dann kämpfen wir jetzt auch mit vielen fetter Ritter. So, haben wir ein Schild mit 71er Rüstung. Oh, und dann ist das gar nicht so schlecht hier. Halt mal. Das hat er aber gut gemacht. Ich glaube, das ist doch... Ich glaube, das ist nur die zweitfetteste Stufe, die ich hier gerade habe. Es ist nicht die fetteste Stufe. Die für alle fetteste Stufe, da ist man nicht nur mal richtig derbe langsam, nehme ich eigentlich. Ich glaube, das hier geht gerade noch. Ja, jetzt läuft er noch einigermaßen geschmeidig. Also, das ist nur die zweitfetteste Stufe, die ihr haben könnt. Wenn ihr nicht... Wenn ihr richtig fett seid, dann braucht ihr nicht richtig lange, um zu rollen. Dann macht ihr die noch... Und rollt erstmal 5 Sekunden lang weiter. Also, das geht eigentlich noch. Was sieht es aus? So, unsere Ausrüstung ist ja eigentlich schon recht gut hier, ne? Den nehmen wir nochmal. Und Menschlichkeit können wir auch nochmal in die Hand nehmen. Warum nicht? So, baust Menschlichkeit. Ja, das sollten wir jetzt... Na, bevor wir jetzt hier weitermachen, will ich mir erstmal den Weg freiräumen. Dann nehme ich mir schon mal den schwarzen Ritter davor, knöpfe und noch einen anderen gewissen Genossen. Ja, welchen schwarzen Ritter jetzt wieder meine, ich nehme mal wieder alles voraus. Da steht ein sehr, sehr großer Kerl in der Kirche. Und den hätte ich gerne vorher tot. So, viel Schaden kriegen wir auch nicht mehr. Das will ich auch schon mal an der Stelle sagen. Okay, ich nehme alles zurück. Weil diese Typen hier sind wir so übermächtig stark und machen derbe viel Schaden. So, heilen wir uns einmal. So, meine Freunde. Ihr werdet trotzdem erstochen. So, das habt ihr euch verdient, ey. Ist egal, wie viele Flakone wir gerade verbrauchen. Wir brauchen das jetzt gerade. Wir müssen jetzt erstmal alles töten hier. Nein, machst du nicht. Okay. Bisschen Ausdauer haben wir auch mehr. Heißt, wir können ein bisschen mehr zuschlagen jetzt mit unserer Ausdauer. Sind ein bisschen stärker, halten ein bisschen mehr aus, aber... So, mein Freund.